Herzlich willkommen zurück bei Europonius, alles 4. Wir sind im Krieg gegen die Mossi. Unser Ziel ist es, unsere Ashanti-Vasallen zu vergrößern. Und ja, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe, ist ein bisschen Zeit vergangen und ich habe ein paar neue Mods installiert. Zum Beispiel hier eine Mod, was uns ein schöneres Terrain hier anzeigt. Zum Beispiel hier dieser Dschungel oder hier ist die Savanne. Oder hier eine schöne Wüste. Finde ich ganz, ganz nett eigentlich. Hier Grasland, ja. Sieht ein bisschen feiner aus als diese groben, ihr wisst schon, diese groben Bilder hier, die man sonst immer im Spiel hat. Und ja, ich habe da noch eine Mod installiert, was das Ganze im Interface ein bisschen dunkler macht. Ich finde das Schwarz, das hat ein bisschen, hat seinen eigenen Stil so. Weil ich kann das Blau ehrlich gesagt nicht mehr sehen. Nach so viel Spielzeit, da ist es nicht mehr schön, manchmal so die Interface zu sehen. Beziehungsweise auch die Musik wird dann langsam langweilig. Ja, Musik ist auch ein gutes Stichwort. Ich habe die ganzen Rock-Soundtracks rausgetan. Weil ich finde, die passen nicht so wirklich zu einem historischen Spiel. Ja, ist Geschmackssache. Ein paar mögen es vielleicht, aber ich persönlich finde eher da nicht so den Gefallen darin. Das heißt, wir haben jetzt wieder klassische Sounds und ja, genau. Ich würde sagen, wir machen da wieder weiter, wo wir aufgehört haben. Wir sind im 3. Januar 1700, wir haben nur noch 121 Jahre vor uns. Nur noch, ja. Das ist ungefähr das Alter des ältesten Menschen, der je gelebt hat. Eine Frau war das natürlich. Und ja, jetzt können wir ja so tun, als wäre sie geboren, ne? Und wenn das Spiel, wenn sie stirbt, dann ist das Spiel vorbei. Okay, dann fangen wir mal, legen wir weiter. genau, ich würde sagen, ich habe hier übrigens gesehen, dass diese Fale hier verbündet sind mit den Mogulen. Das ist nicht gut, weil wenn sie uns hassen, ist eine Gefahr, dass die uns den Krieg vielleicht erklären. Außerdem, ja, kann es sein, dass uns Frankreich vielleicht mal wieder angreifen wird. Denn ich glaube, sie haben hier einen Kriegsgrund auf Kent oder so. Die haben ja irgendwas geclaimed, oder? Habt ihr was geclaimed? Die haben nichts geclaimed. Kommt wahrscheinlich noch. Aber wir sollten uns vielleicht ein paar neue Verbündete holen. Lübeck zum Beispiel. Lübeck sieht ziemlich stark aus. Seht ihr das? Boah, ganz Norddeutschland kontrolliert Lübeck. Nicht schlecht, aber sie sind aktuell im Krieg gegen Mecklenburg, Brandenburg, Ansbach und Ungarn, zusammen mit Schweden wahrscheinlich, ja. Schweden hat ja auch einiges an Provinzen erobert, hier in Deutschland. Historisch war es übrigens auch so der Fall. Mecklenburg hat dafür hier Teile von Finnland besetzt. Alles bei unserer Grenze hier in Norwegen. Ja. Okay. Genau. Ja, fangen wir heute. Ich labere hier wieder zu viel. Ich labere mehr, als dass ich spiele. Wir wollen ja fertig werden mit dem Let's Play. Ich habe übrigens ein cooles Nachfolgeprojekt geplant nach diesem Let's Play. Ein Spiel, was ein bisschen was anderes ist als ein Strategiespiel. Und ja, es ist auch ein bisschen historisch, aber es sind auch ein paar Fantasy-Sachen drin. Also ein paar Sachen, die natürlich nicht historisch sind. Ja, aber es ist schon in einer anderen Zeit, kann man sagen. Aber ich will jetzt auch nicht alles sagen. Lasst euch überraschen. Kommt wahrscheinlich in diesem Sommer wahrscheinlich, sobald wir hier fertig sind. Ja, wir sind hier gerade am Belagern. Wir haben hier übrigens die Möglichkeit, einen neuen Berater einzustellen. Ich muss hier mich erstmal wieder hineinfinden. Ich bin gierig. Okay, ich bin gierig und rechtschaffen. Alles klar. Hier können wir neue Staaten begründen. Es lohnt sich hier bei diesem kleinen Gebiet natürlich nicht allzu sehr. Ach ja, und wir haben hier Australien noch annektiert. Also beziehungsweise, wir haben ja Australien unter der Herrschaft unseres Vasallen. Das heißt, wenn wir die Mamelucken jetzt da. Ja, wir sind gerade am Annektieren. Okay. Dann gehört uns Australien vollständig. Na gut, vollständig ist übertrieben. Die gehören hier. Uns gehört nicht das hier und das hier auch nicht. Tja, Australien. Gehört Kastilien, wird gerade von Majapahit besetzt. Interessant. Also von denen hier.
Vielleicht könnten wir uns mit den Holländern verbünden. Ach shit, wir haben schon zu viele diplomatische. Ja, wir haben lauter Vasallen, das ist das Problem. Die Cherokee sollten wir langsam mal annektieren oder irgendwelche Indianerstämme sollten wir jetzt mal. Wo sind sie denn? Gehen wir mal hier. Chokwe, wo ist denn Chokwe nochmal? Seht ihr die Chokwe hier auf der Karte? Shoshonen. Na, Wario, wo sind die Chokwe? Bin jetzt blind auf beiden Augen? Ich suche sie jetzt einfach manuell. Moment, wo sind die denn? Die Chokwe. Da sind sie. Also, beziehungsweise. Ach so, okay, die sind in Afrika. Ich dachte, die wären hier irgendwo in, okay, Nordamerika. Die können wir auch noch annektieren. Die Ashanti, die kennen wir ja. Die Mamelucken kennen wir auch. By the way, die heißen jetzt nicht mehr ägyptische Städte, weil ich musste das Spiel einmal neu installieren, weil ich zu viel gemoddet habe. Und da hat er natürlich die Textdateien verändert, die ich verändert habe. Und ja, jetzt haben wir hier eine neue Provinz bekehrt. Ich weiß übrigens immer noch, dass Frankreich anglikanisch ist. Eigentlich sollten wir uns verbünden zu einer Union, zu einer anglikanischen Union und nicht irgendwie uns bekriegen. Gut, wir haben unsere Differenzen, aber die sind auch schon Jahrhunderte her. So, dann bekämen wir Bergens Hus. Und ja, ich bin der Meinung, wir sollten diesen Krieg jetzt auch gleich gewonnen haben. Beide wohl, wir spielen übrigens noch nicht mit dem neuen DLC, also noch nicht mit Emperor, was wahrscheinlich schon rausgekommen ist, wenn ihr das seht. Das hier ist immer noch 1.29.5. Und wahrscheinlich wird das auch so bleiben bis zum Ende des Let's Plays. Mal sehen. So, achso, wir können ja hier. Ja, machen wir es einfach mal. Madagaskar, Kenngebiet. So, eine weitere Belagerung ist gewonnen. Jetzt können wir hier Kaffa. Ekala besetzen. Die ist nicht gerade stark bewacht. Ottmund Norheim, einer unserer Berater, Ottmund Norheim, hat eine krönende Errungenschaft seiner literarischen Karriere erschaffen. Vom Geist der Gesetze, dieses monumentale Werk wurde besonders wegen dreier seiner zahlreichen Theorien gefeiert. Die Klassifizierung von Regierungsformen, der politische Einfluss des Klimas und an den wichtigsten die Theorie von der Gewaltenteilung. Ich bin rechtschaffen, ne? Rechtschaffen und gierig. Gierig, 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 gierig. Ja gut, da kann ich eigentlich nehmen, was ich will. Das betrifft ja meine beiden Eigenschaften nicht. Nehmen wir mal administrative Macht. Oder Prestige. Na, Prestige ist ziemlich gut. 50 Prestige. Ich nehme Prestige. Prestige ist, glaube ich. Ich nehme so selten Prestige. Prestige vernachlässige ich sehr eigentlich. Wenn ich privat spiele, das Spiel. Mossi will einen Frieden. Die wollen uns Geld geben. Schauen wir uns das mal an. Achso, das ist. Nee. Da bin ich jetzt nicht so begeistert von. Das lehnen wir mal ab. Wir könnten allerdings mit Timbuktu. Nee, geht nicht die. Warum geht denn das nicht? Ein aufsteigender Stern. Im Verlauf seiner Karriere hat David York einen starken Eindruck bei allen hinterlassen, die er getroffen hat oder mit denen er gearbeitet hat. Von all der Zeit als vielversprechender Student bis hin zu seinem Aufstieg in eine Position, mit viel Verantwortung hatte er sich durchwegs gut geschlagen und neue Lösungen gefunden. Es ist jedoch klar, dass für jemanden seines Hintergrunds, sowohl als gewöhnlicher Bürger als auch fetischistischer, was. Oh Gott, das ist so laut, wieder so ein Satz ohne Punkt und Komma. Ne, ohne Punkte, lauter Kommas, so. Er nun seinen Höhepunkt erreicht hat. Punkt.
Es würde nicht nur einigen wenigen die Sprache verschlagen, wenn egal. Ach, hier ist schon wieder ein Komma. Doppelkomma. Warum? Da, dreifaches Komma. Eins, zwei, drei. Nee. Wenn egal, wie talentiert solcher Mann seines höchsten. Ja, pf, okay. Ich bin rechtschaffend. Das ist, glaube ich, eine rechtschaffende Aktion. Machen wir es einfach mal. Stellen wir ihn ein. Ach ja, bald haben wir ein neues Zeitalter. Das Zeitalter des der Revolution. Ja, Revolution ist es genau. Neue Kirchenmacht, wir sind gierig und nehmen das Geld. Wir sind gierig und nehmen das Geld. So. Ja, gut, ich muss Zahlen zurückzahlen. Kann man sich streiten, ob ein gieriger Herrscher es machen würde. Wahrscheinlich eher weniger, aber naja. Zinsen möchte man auch nicht zahlen, ne? Als gieriger Herrscher. So, jetzt haben wir diesen Krieg vollständig gewonnen und wir können unseren Frieden durchsetzen. Die Frage ist, was wollen wir uns holen? Wir könnten die Provinzen den Ashanti alle geben. Wir können die nicht selber annektieren, leider, weil wir keine Grenze haben. Das heißt, wir müssen sie, den Ashantis einfach mal abtreten, damit wir hier immerhin etwas davon herausschlagen können. So, jetzt gehören die Provinzen den Ashanti und jetzt können wir sie ihnen auch geben. Theoretisch könnten wir alle ergeben, aber wir haben ja natürlich hier die Gefahr, dass hier eine Koalition gegen uns auftauchen kann. Und wenn die Ashanti zu stark sind, können sie sich sogar gegen uns wenden. Schauen wir uns mal hier an, wie ja, die sind hier mit 20,7 haben sie ein Freiheitsbestreben. Tja, die sollten wir nicht so stark machen, ne? Das sind jetzt, was für Grundsteuer haben die? Ja, das ist eine 20er, die ist recht teuer. Vielleicht sollten wir uns, ich weiß nicht, will ich gierig sein? Ich bin gierig. Ich bin gierig. Ja klar will ich gierig sein, ich bin gierig. Also ich bin gierig. Nimm mal sämtliches Gold hier. So, dann machst du noch hier die Camp-Provinzen hier aufgeben. Wenn es noch was bringen sollte. Ja, das mögen jetzt einige Länder jetzt nicht. Aber ich bin gierig, ich muss das machen. Eigene Regel von mir. Setzen wir jetzt auch durch. So. Okay. Ob das so schlau ist? 33,4 ist okay. Ist okay. Die müssen die ja noch koren und so. Rebellen haben jetzt die Grenze überschritten. Das sind jetzt die Restsoldaten, die sie noch in diesem Krieg hatten. Die sich jetzt gegen uns aufwiegeln. Oder gegen uns wenden. So. Aber jetzt finde ich, sollten wir fürs Erste keine Kriege mehr führen. Auch wenn es so verlockend ist. Weil wir brauchen erstmal Bündnispartner. Weil ich habe echt Angst, dass ich hier irgendeinen Krieg bekomme, den ich nicht gewinnen kann. Ich könnte ja hier ein Bündnis mit den... ja, ich mache das jetzt einfach mal. Sofar alles verbündet mit den Mossi, die werden nicht so schnell angegriffen. Bevor sie uns angreifen, holen wir uns doch sie doch in unser Bündnis rein. Auch wenn wir jetzt hier 6 haben, können wir nicht unterhalten, ich weiß. Aber wir sind ja gerade dabei, die Mameluken zu annektieren. Das wird dann auch wieder dann in Ordnung sein. Okay, die Osmanen sind wieder gewachsen. Grenzdisput, aggressive Beziehungen, Expansion. Ja, wir sollten uns vielleicht hier. Sofala, habe ich schon Beziehungen verbessert. Den können wir zurückschicken. Rebellen, wo? Drohnenwerte bei den Chokwe. Die können wir eigentlich auch annektieren. Können wir die annektieren? Bestimmt, die haben wir schon sau lange bei uns in es was all. Ich würde sagen, wir stabilisieren jetzt ein bisschen unser Reich. Ne? Wir haben so viele verschiedene Provinzen. Aber sind nicht wirklich zentralisiert, wir sind eher dezentralisiert. Und hier sind Rebellen. Unmoralische Preise, die Kornpreise sind notorisch instabil. Viele Faktoren, angefangen vom Wetter am Anbauort bis hin zu Vorfällen, die sich hinderlich an die Lieferung auswirken.
Hier schon wieder ein Satz ohne Punkt und Komma. Langsam habe ich keine Lust mehr, das vorzulesen. Weil ich komme ja gar nicht zur Atempause. Können den Preis Pushmöbel in die Höhe schnellen lassen. Aufgrund einer solchen raschen Veränderung herrscht in vielen anderen großen Städten derzeit akuter Kornmangel. Die hungrigen und verzweifelten Gemeinden richten ihren Mut auf die Händler, die ihrer Ansicht nach diese Situation zur Preistreiberei missbrauchen. Die Händler dagegen behaupten, dass dies eine natürliche Folge des Mangels ist und dass es einfach nicht genug Blut für alle gibt. Tja, ich bin rechtschaffen und ich bin gierig. Das könnte man argumentieren, dass ein gieriger Herrscher schon ein bisschen mehr Geld hätte durch die Händler quasi, weil die müssen ja Steuern zahlen für jede Abgabe. Allerdings bin ich rechtschaffen und möchte natürlich, dass die Bürger sich wohlfühlen, ist klar. Das heißt, ich werde jetzt mal das vorhandene Brot bezahlen und verteilen. Auch wenn es was kostet. Mei, das ist jetzt ein Konflikt, den ich so habe, innerlich Gier gegen Rechtschaffen. Da wähle ich jetzt einfach mal die rechtschaffende Art aus. Hätte ich vielleicht ein anderes negatives Ding, Eigenschaft, würde ich vielleicht das andere nehmen, weil der Herrscher dann ein bisschen böser ist, sage ich jetzt mal. Aber noch sind sie ausgeglichen. Wir haben ja momentan nur zwei Eigenschaften. Die nächste Eigenschaft kriegen wir in 8 Jahren erst. Mit 60 Jahren. Ah ja, die erscheint, die haben es schon selber hier sich drum gekümmert. Das ist schön. Gut, jetzt können wir hier weitere Ideen forschen. Oder wollen wir hier technologisch, mein Gott, technologisch ein bisschen was machen. Ach ja, nicht wundern, dass es hier ein bisschen verbuggt ist, weil diese Mods ist ein bisschen älter, die ich hier gerade drin habe, diese Hintergrund, dass alles schwarz ist. Ich habe die halt nur auf die neueste Version aktualisiert, deswegen, ja, kann es sein, dass hier ein paar Bugs drin sind. Also wir haben hier zwei administrative Möglichkeiten hier zu machen. Ich glaube, ich mache hier weiter hier Technologie. Ne, jetzt verbreitet sich ja die Institution aus, dass wir hier... wir können ja mal kurz auf die Institutionskarte schauen. Aufklärung. Aufklärung breitet sich recht zügig aus. Und zwar überall eigentlich. Ja, 25 in Frankreich, bei uns in London 27. Ja. Ja. Ja, also das sollten wir bald haben. Ich schätze, in 10 Jahren oder so müssen wir das eigentlich holen können. Und Bergens Hass ist bekehrt. Dann machen wir weiter mit Ackers Hass. Was heißt Hass eigentlich? Hass ist doch norwegisch, ne? Wenn es norwegische Provinzen sind, müssen es norwegische Sprache sein. Hass heißt wahrscheinlich Burg? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hass... So, wenn ihr Norweger seid, könnt ihr mir schreiben, was Hass heißt. Weil so ein bisschen verstehen Deutsche natürlich Norweger ebenso und verstehen Norweger auch ein bisschen Deutsche, beziehungsweise Dänen verstehen auch, also Norweger verstehen auch Dänisch und so, halt die ganzen germanischen Sprachen, die können wir so grob verstehen, ne? Zum Beispiel hier Eriksfjord, ja, ist Dänisch, Eriksfjord übersetzt, ne? Das ist Wikingersprache, glaube ich, gewesen, ne? Schwer zu sagen. Also, aber es ist ungefähr so skandinavische Sprache. So, können wir hier eigentlich einen neuen Kunsten? Nein, okay. Stimmt, wir haben hier den bei 800 gerade. Bucherei. Wettbewerb ist für jeden gut. Das hatten wir auch schon häufiger. Das Event. Ach, mich stört es, dass die Franzosen hier noch sind. Die haben ja hier ein paar Provinzen von unseren kanadischen Verbündeten hier durch den Kolonialkrieg erobert. Können wir eigentlich den 13 Kolonien sagen, dass sie hier die Franzosen hier angreifen sollen? Geht das? Wir können ja mal kurz schauen, ob es funktioniert. 13 Kolonien. Kolonialkrieg ausrufen gegen Neukastilien. Handelsschutz. Nee, reizt mich nicht.
Mein Gott, dann haben sie halt ein Embargo, das ist mir doch egal. Nein, ich bin gierig. Ich tue jetzt mal so, als hätte ich das nicht gesehen. Ich glaube, ich verzichte auf die Provinz, weil da kommen dauernd Rebellen. Ich werde das auf Dauer eh nicht. Ja gut, die strategische Position ist okay, aber das ist sehr lästig, da immer Truppen hinzuschicken. Ich habe eh keine Flotte in der Nähe, oder? Habe ich da eine Flotte in der Nähe? Nee, habe ich nicht. Die Flotte ist hier in Westafrika. Eigentlich kann ich die Truppen hier zurück ins Heimatgebiet schicken. Ich meine, ich habe hier eh die Ashanti. Ja, schick mal die mal zurück. So. Ich traue den Franzosen nicht. Ui, die Schweden haben einiges von Brandenburg erobert. Krass. Und Berlin rebelliert gegen die brandenburgerische Rebellen. Ach ja, hier haben wir auch noch ein paar Truppen. Wir haben hier überall Truppen, überall auf der Welt verteilt. Das ist irgendwie nicht gut. Wir sind hier total... gut, wir haben hier viele Möglichkeiten, Leute anzugreifen. Aber andererseits haben wir nicht wirklich eine zentrale Macht hier. Wir sind hier überall verteilt. Rebellen. Ach, das schaffen die Shanti nicht. Alleine. Da müssen wir ein bisschen einstreiten, auch wenn wir es nur, wenn wir nur 13 Truppen hier haben. Mein Gott, was ist das denn jetzt hier? Lauter blöde Events. Machen wir hier mal das weg. Das Mahn-Einschleim ist beendet. Mossi-Nationalisten. Ja gut, hier ist wieder ein Sieg in der Partei. Im Parlament. So Jungs, mobilisiert ein bisschen. Ihr habt Musketen. Na gut, die haben auch Musketen. Ich weiß nicht, können wir die angreifen? Wahrscheinlich nicht, ich traue mich nicht. Marpetten. Marpetten ist fertig. Gebaut. Jetzt können wir hier da weiter kolonisieren. Haben wir da eigentlich einen Kolonisten hingeschickt? Nee, haben wir nicht. Wir haben nur noch einen Kolonisten. Und der ist hier in Yangtonai. Oh, komische Namen. Den holen wir uns mal zurück und schicken ihn hier hin, damit wir langsam dicht machen können, wenn die Provinzen hier uns. Außer die Horonen werden stärker, aber wenn sie stärker werden, greifen wir sie einfach an. So. Jo. Oder wollen wir den, wollen wir ein bisschen... Nee, wir müssen hier weitermachen. Hier weitermachen, so. Gut, also du gehst mal hier rüber. Handelsliga von Bremen ist aufgelöst. Lübeck ist ziemlich gut. Wir könnten auch ein Bündnis mit Lübeck machen. Nee, es ist schon übertrieben. Schokoladenimporte. Prominente Wirtschaftswissenschaftler haben in letzter Zeit den rapiden Anstieg an Schokoladenimporten in Frage gestellt, nachdem einer unserer Nachbarn mittels geschickter Handelspraktiken eine große Menge der Weltkakaovorräte unter uns seine Kontrolle brachte, haben ihre Süßwaren selbst unter britisch Leuten sehr an Beliebtheit gewonnen. Protektionistische Politiker fragen nun, ob Importe solcher Luxusgüter Großbritannien Vorteile verschaffen und argumentieren, dass wachsende Abhängigkeit von einer Ware, die von unseren Nachbarn kontrolliert wird, dazu führen könnte, dass zu viel Gold aus unserer Nation fließt. Was? Das tut ja gar nicht. Beschränkt die Importe dieses sündigen Lastes. So, gut. Eingeboren Asylierung in Yangtonai. Das ist die Provinz, die ich gerade hier neu besiedle, glaube ich. Oder? Nee, das ist die hier. Okay, Argas hast es bekehrt. Schön. Und jetzt... Boah, Männer ist ganz schön teuer. Tja, machen wir hier. Fyrenara. Hm, komischer Name. Wisst ihr, was noch komischere Namen sind? Haben wir hier das hier vielleicht? Nein. Nee. Ach, sowas. Wir haben hier keinen. Schade, okay. Ach, ich wollte gerade einen madagaskanischen Namen zeigen. Wie lange der ist. Aber es gibt keine madagaskische Nation mehr. Leider. Sehr witzig gewesen. Naja.
Ah ja, mein Fort ist da. Wie sieht's aus mit den Rebellen da? Ah ja, die Ashantis sind hier alle dabei, die Provinz wieder zu befreien. Was ist, wenn wir sie angreifen? Wollen sie dann da mitmachen? Nein, die wollen nicht mitmachen. Vielleicht müssen wir warten, bis sie die erstmal befreit haben. Dann können wir sie... Jetzt. Und? Nein. By the way, ich schicke mal vorsichtshalber einen Berater nach Russland, weil wir wollen beste Freunde bleiben. So. Wir haben 4 Diplomaten. Was ist mit... Oh, Japan hat Korea besetzt. Cool. Coole Sache. Sowas sieht man selten. Japan ist auch ziemlich... Wie sind sie denn technologisch eigentlich? Vielleicht wären sie ein potenzieller Verbündeter. Warte, das ist die falsche Karte. Ja, sie sind okay. Sie sind nicht super technologisch, aber sie sind okay. Die Ming, die sind ein bisschen besser. Ja, das könnte interessant werden. Vielleicht kommt es hier zu einem japanisch-chinesischen Krieg. wie vor dem Zweiten Weltkrieg. Da hatte ja Japan auch Korea besetzt. Bloß die hatten hier noch dieses Gebiet hier. Zusätzlich noch. Und die Ming waren, also die Chinesen waren damals nicht so ein Staat, sondern es waren mehrere Staaten. Im Zweiten Weltkrieg. Ja, können wir uns mit den Ming verbinden? Nee. Schade. Die sind mit Russland. Wir sind mit Russland verbündet, deswegen mögen uns die Ming nicht. Die Mogulen, die machen mir echt Angst. Ja, wir sind auf Platz 2, zusammen mit den Osmanen. Also die zwei muslimischen Nationen, die sind wirklich ein Powerhouse. Aber wir sind die mächtigste europäische Nation, zumindest was Punkte angeht. Die Russen, die sind nicht ganz so stark wie wir. Die sind uns eher ebenbürtig. Ja, so leicht unterlegen, ja. Aber größtenteils ebenbürtig, kann man sagen. So, neue Technologie. Anleihen und Tortinen. Die Kosten für die Instandhaltung der Armee, der Marine und für die Verwaltung selbst machen den Großteil der Ausgaben eines Staats aus. Wenn diese Ausgaben schnell aus dem Ufer laufen können, können Steuern und Abgaben frustrierende und unflexible Methoden sein, das benötigte Kapital zu beschaffen. Da die Staatsschulden lange keine Seltenheit mehr sind, müssen wir mit besseren Plänen zur Kapitalbeschaffung aufwarten. Online-Tortinen und ähnliche Pläne können sowohl im Inland als auch im Ausland genutzt werden, um unvorhersehbare Ausgaben zu finanzieren. Hierdurch können wir das Geld, das wir zur Entwicklung unseres Landes haben, besser verwenden. Wieder ein Satz ohne Punkt und Komma, aber ich habe ihn sehr gut vorgelesen können. Okay. shit, jetzt habe ich die Boni gar nicht gelesen. Naja, ihr habt es ja gesehen, also stand ja alles dran. Wenn ihr es nicht gesehen habt, dann könnt ihr zurückspulen. Russland hat damit begonnen, Sarik-Johil zu beeinflussen. Sarik-Johil ist ungefähr hier in der Mitte von Asien. Ungefähr hier, schätze ich. Hier ungefähr. So, ein Provinzland. Haben die hier sogar ein... Nee, die haben keinen Anspruch hier zufälligerweise auf dieses Gebiet. Darlehen verlängert sich. Was? Voll teuer. Wir können ja hier bauen ein bisschen. Bauen. Gibt zu wenig Geld. Das ist okay. 0,4 nehme ich. Gibt hier noch irgendwas viel Geld? Oh, 0,8. Cool. Wow. Okay. Dass jetzt diese Musik in der Playlist hat, überrascht mich jetzt. Irgendwie feiere ich das Lied, obwohl es dämlich ist. Handelseinfluss, Kapküste, ja. Oder soll ich zuerst meine Darlehen zurückzahlen? Nee, hat Zeit. Ich könnte mit Korruption das zurückzahlen. Also hier, das da. Das mache ich sehr gerne, wenn ich es privat spiele, aber das, wenn ich privat spiele, spiele ich auf sehr leicht und da baut sich Korruption von selbst ab. Aber auf dem Schwierigkeitsgrad baut sich Korruption eben nicht von selbst ab. Und da muss man schon Geld darin investieren. So,
So, Fala, was geht? Ui, Rebellen. Ui, weitere Rebellen. Ui. Jungs, ihr müsst die Provinzen wieder zurückerobern, sonst verlieren wir die. Soll ich wieder meine Armee zurückschicken oder was? Weil die zu blöd sind, jetzt hier einzugreifen oder wie? Oh, greift ihr da? Nee, die gehen dahin. Okay. Gut, wenn ihr dahin geht, dann gehe ich. Dann gehe ich hier rüber. So. Das ist witzig, die besetzen es und ich erobere es wieder zurück. Tja, was macht ihr jetzt? Na, ich bin schon dort. Ihr braucht nicht hochkommen. Außer ihr wollt die angreifen. Dann, okay. So, jetzt Angriff bitte. Ich warte noch, bis sie oben sind und dann greife ich sie an. Das ist eine lustiger Name. Wagadugu. Hey, woher kommst du? Ich komme aus Wagadugu. Fürchtet meine Stadt. So, macht ihr mit? Hä? Der Feind ist auf der anderen. Hallo? Hallo? Och nö, jetzt sind da noch. Jetzt hol ich die Armee wieder. Menno. So, voll die Probleme hier. Och Mann. Sorry, Leute, ihr müsst wieder nach Süden. Was? Welcher Arsch hat das nach Norden geschickt? Ah, oh, hier ist auch wieder ein. Ach, das sind nur Thronanwärter. Die sind mir egal. Alles klar bei euch? Nö, ein paar Rebellen. Ja, gehen wir hier nach Süden, bevor wir engaged werden. Oh, verdammt, nein, nicht. Alter, Leute, ihr sollt ihr nicht angreifen. 9 Zoll erheben, ja. Geld ist gut. Kevin 2020. So. Hey, Aragorn, wollt ihr ein Bündnis? Ginge eventuell. Die sind mit Frankreich verbündet. Frankreich ist auf Platz 8. Wir sind auf Platz 4. Nachteil, wir können die nicht so wirklich angreifen, weil wir sind sehr zentral. Oh Gott, nein, so viel zu lesen. Bitte nicht. Oh. Auf der Piratenschaluppe von Captain Caligo gab es gerade ein Rumpelzeugnis, als der Piratenjäger Kapitän. Hältst du mal die Schnauze? Nächstes Lied. Auf dem Piratenjäger gab es gerade einen Rumpelsalm, als der Piratenjäger Captain Jonathan Barrett das Schiff mit seiner Breitseite aus Gefecht setzte. Die Mannschaft fürchtete entweder zu oder war betrunken zum Kämpfen, weshalb sich die Mary und Arnie Bonnie Alter, das ist ja voll die Lebensgeschichte hier. Okay, lest, pausiert das Video und lest es euch durch. Es geht um Mary Read. Wie passend, da muss ich sehr viel lesen. Vielleicht hat sie Paradox Folgendes gedacht. Die Frau heißt Mary Read. Zwingen wir den Spieler doch sehr viel zu lesen. Das passt doch ganz gut. Tja. Okay, ich lese es vor. Auf der Piratenschaluppe von Captain Kalik Jack Rackham gab es gerade ein Rumpelsäufnis, als der Piratenjäger Captain Jonathan Bonnet das Schiff mit seiner Breitseite außer Gefecht setzte. Die Mannschaft flüchtete entweder oder war zu betrunken zu kämpfen, weshalb sich Mary Read und Anne Bonny allein gegen Barnets Soldaten wehren mussten. Sie wurden überwältigt und Rackham ergab sich. Alle drei wurden verhaftet und für Piraterie zum Tod durch den Strang verurteilt. Die beiden Frauen baten, ob ihre Schwangerschaften von vorübergehender Gnade bis zur Geburt ihrer Kinder. Bevor sich das Schicksal von Rackham und Bonnie erlitt, erzählte uns Mary Read, ein unehrliches Kind der Witwe eines Captains, über ihr Leben. Ihre Mutter verkleidete sie als Junge und nannte sie Mark, um Geld von der Großmutter ihres verstorbenen Bruders zu halten. Als sie das Jugendalter erreichte, fand sie anfangs Arbeit als Laufbursche und verdrängte sich später auf einem Schiff. Immer noch als Mann verkleidet, trat sie in die englische Armee ein und bewährte sich in der Schlacht.
Nachdem sich einen flämischen Soldaten verliebt hatte, kauften sie zusammen von ihrem Gold und Geschenken ihre Kameraden, denen bis zur Hochzeit immer noch nicht klar war, dass Mark in Wirklichkeit Mary war, eine Schenke. Als ihr Ehemann aber schon in jungen Jahren starb, streifte Reed abermals Männerkleidung über und verpflichtete sich wieder in die Armee. Aber es gab keine Kriege, keine Schlachten zu schlagen. Und keine Möglichkeit zum Aufstieg. Sie verließ die Armee und ging an Bord eines Schiffes. Letzteres wurde von Piraten gekapert, denen Reed sich anschließen musste. Nachdem sie vom König begnadigt worden war und einen Freibeuterbrief erhalten hatte, schloss sie sich der meuternden Mannschaft an und setzte ihre Piratenkarriere fort. Schließlich trat sie dem Piratenkapitän John Calcojack Rackham und seine Gefährtin Annie Bonny. Ja. Begnadigt sie und macht sie zum Admiral unserer Flotte. Wir sind rechtschaffen, ne? Also passt doch ganz gut. So, und das ist jetzt, glaube ich, ein guter Abschluss für diesen Part. Eine schöne Geschichte oder auch nicht. Ich habe es noch vorgelesen, ich habe nicht so viel mitbekommen. Ich werde es mir nochmal anhören. Wenn ich die Aufnahme ansehe. Ja, wir sehen uns dann wieder im nächsten Part. Macht's gut, euer Janka. Ciao.